Was denkt ihr, ist das Idealbild der meisten Journalistinnen und Journalisten? Die aktive Rechercheurin, die Missstände aufdeckt, oder die neutrale, distanzierte Beobachterin? Wir klären's. Ich bin's wieder, Klaus Meyer, Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Herzlich willkommen zur 8. Folge der Einführung in die Journalistik. Unsere Themen heute: Journalismus und Public Relations, Journalismus als Beruf, wer arbeitet im Journalismus und welche Einstellungen haben die Journalistinnen und Journalisten zu ihrem Beruf. Wir beschäftigen uns also mit den Feldern der Kommunikationsberufe, speziell mit den hauptberuflich tätigen Journalistinnen und Journalisten. Wir schließen damit unser Analysemodell ab, befinden uns zunächst noch auf der Ebene der Routinen und dann auf der Ebene der Rollenbilder, die den Journalismus prägen. Ich orientiere mich wieder an meinem Lehrbuch Journalistik, diesmal an den Kapiteln 5.4 und 6.1, wo Sie Quellenhinweise finden und alles nachlesen und vertiefen können. Wir beginnen mit dem Verhältnis zwischen Journalismus und Public Relations. Darüber wird in der Wissenschaft und in der Berufspraxis schon seit Jahrzehnten kontrovers und intensiv diskutiert. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollen wir uns erstmal genauer anschauen, was überhaupt unter Public Relations, kurz PR, verstanden wird. Das veraltete deutsche Wort für PR ist Öffentlichkeitsarbeit. Man kann PR auch übersetzen ins Deutsche mit Pflege öffentlicher Beziehungen. Das meint im Detail: PR ist die geplante und strategische Kommunikation einer Organisation mit denjenigen Personen oder Gruppen, die ihr Handeln beeinflussen können, also mit den Bezugsgruppen oder Stakeholdern der Organisation. Die Interessen der Organisation sollen von diesen Bezugsgruppen akzeptiert und als legitim angesehen werden. Damit setzt die PR die kommunikativen Voraussetzungen für Organisationserfolg. Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Bereichen der PR, also zum Beispiel der PR in der Wirtschaft, also der Unternehmenskommunikation, der PR in der Politik, also der politischen Kommunikation. Aber letztlich üben viele organisierte Bereiche der Gesellschaft Public Relations aus, so zum Beispiel die Sportkommunikation oder die Kulturkommunikation oder die Kommunikation für Behörden und Verbände. Die größte politische Kommunikationsabteilung in Deutschland ist das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung mit etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es wird unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel vom ehemaligen ZDF-Journalisten Steffen Seibert geleitet, der sich als Regierungssprecher bezeichnet. Ich kann mir vorstellen, dass die PR insgesamt ziemlich gut finanziert ist. Wie sieht denn nun das Verhältnis zwischen PR und Journalismus aus? Darüber müssen wir jetzt etwas länger reden. Beide sind Spieler auf dem großen Feld der Öffentlichkeit mit unterschiedlichen Zielen und gesellschaftlichen Funktionen. In dieser Vorlesung haben wir schon öfter über die Rolle des Journalismus gesprochen, der eine öffentliche Aufgabe hat und möglichst unabhängig agieren sollte, um die Gesellschaft distanziert beobachten zu können und zum Interessensausgleich in der Demokratie beizutragen. Denn die anderen Player in der Öffentlichkeit verfolgen eigene Interessen. PR betreibt Selbstdarstellung, möchte also die eigene Organisation ins beste Licht rücken und für die eigenen Interessen und Ziele Gehör verschaffen. Tja, das ist doch ganz einfach. Journalismus ist wertvoll für die Gesellschaft und PR manipuliert und betreibt Propaganda. Na, so einfach ist es sicher nicht. Beide Berufsfelder haben wichtige Aufgaben, Qualitätskriterien und ethische Vorstellungen verantwortlichen Handelns. Es ist zum Beispiel sehr wichtig, dass Organisationen sich nicht verschließen, sondern transparent nach außen kommunizieren und gleichzeitig aber auch die Interessen des Umfeldes nach innen kommunizieren, also insgesamt eben PR betreiben. PR ist so auch eine wertvolle Aufgabe in der Gesellschaft. Und insbesondere Journalistinnen und Journalisten sind auf PR auch angewiesen. Aber es ist für die Gesellschaft doch wichtig, dass keiner dieser Player zu mächtig wird,
dass die Balance zwischen Journalismus und PR erhalten bleibt. Ja, das ist richtig. Und die Wissenschaft weist schon seit mehr als 40 Jahren darauf hin, dass bestimmte Bereiche des Journalismus sehr stark von der PR beeinflusst werden. Besonders anfällig dafür ist das Berichterstattungsmuster des Objective Reporting, also der Nachrichtenjournalismus. Vielleicht erinnern Sie sich an die letzte Folge, in der wir über die Berichterstattungsmuster gesprochen haben. Studien zeigen, dass PR die Themen und das Timing, also den Zeitpunkt der Berichterstattung in den Nachrichten, weitgehend setzt. Wenn mächtige Institutionen wie die Bundesregierung oder ein Automobilkonzern handeln oder kommunizieren, dann greifen das die Nachrichten sofort auf. Die Leistung des Journalismus besteht im dominierenden Muster des Objective Reporting vor allem darin, die Kommunikation der PR nicht einfach nur weiterzuleiten, sondern natürlich auszuwählen, zu interpretieren und einzuordnen. Und es gibt als Ergänzung ja auch die anderen Berichterstattungsmuster. Ja, eine wesentliche Aufgabe des Journalismus ist es hier, die PR zu hinterfragen und Themen zu recherchieren, die für die Öffentlichkeit relevant sind, aber nicht automatisch von den PR-Abteilungen kommuniziert werden oder sogar blockiert werden. Das macht man dann im investigativen Journalismus. Zudem muss Journalismus auch Menschen und Gruppen zu Wort kommen lassen, die von sich aus keine PR betreiben. Dafür ist dann der anwaltschaftliche Journalismus zum Beispiel da. Wie gelingt die Balance denn in der digitalen Medienwelt? Ja, das ist ein Wunderpunkt. Wir stellen immer mehr fest, dass das Pendel in Richtung PR ausschlägt und dass der Journalismus in der Masse an Kommunikation in Internet und Social Media in Gefahr gerät, unterzugehen. Auch weil die Finanzierung des Journalismus schwieriger geworden ist und auf der anderen Seite die PR ja scheinbar unendlich viel Geld zur Verfügung hat. Das ist jetzt zwar etwas übertrieben formuliert, aber im Kern stimmt es schon. Ein wesentlicher Baustein der Finanzierung journalistischer Medien ist ja die Werbung. Aber Unternehmen schichten Werbeetats immer mehr in PR-Etats um. Sie wollen ihre Kunden oder allgemein ihre Stakeholder nicht mehr nur allein über die journalistischen Medien erreichen, sondern über eigene Medienaktivitäten in Internet und Social Media, ja sogar schon mit eigenen Unternehmensmedien. Denken Sie zum Beispiel an die eigenen Fernsehkanäle der großen Fußballclubs, die damit den Sportjournalismus umgehen wollen. Oder ein weiteres Beispiel ist der Brausekonzern Red Bull in Salzburg, der ein ganzes Universum an Medien betreibt, unter anderem eine Zeitschrift, vielfältige digitale Aktivitäten, einen eigenen Fernsehkanal oder sogar ein eigenes Musiklabel. Ist die Zeitschrift Mobil der Bahn nicht auch ein Beispiel? Sie liegt ja in allen Fernzügen aus und ich finde sie ganz informativ und lese sie gern. Ja, ein typisches Medium der Unternehmenskommunikation, in dem die journalistischen Darstellungsformen wie zum Beispiel Reportage oder Interviews mit Prominenten eine große Rolle spielen, aber eben in die Funktion der Selbstdarstellung der Bahn eingebettet sind. Doch wechseln wir nun das Thema und kommen zum zweiten Teil, zum Journalismus als Beruf. Wie viele Journalisten gibt es überhaupt? Wo und wie arbeiten sie? Welche Merkmale, welche Einstellungen haben Sie? Es gibt hunderte von Forschungsprojekten, die diesen Fragestellungen nachgegangen sind. Die empirischen Methoden sind in der Regel quantitative und qualitative Befragungen von Journalistinnen und Journalisten. Es gibt eine Reihe von repräsentativen, quantitativen Befragungen von Journalistinnen und Journalisten. Für die deutschsprachigen Länder sind folgende vier Bücher am wichtigsten. Sie beruhen auf den großen Studien von Siegfried Weichenberg und seinem Team in den Jahren 1993 und 2005, vom österreichischen Team um Andi Kaltenbrunner und Matthias Karmasin zwischen 2008 und 2020 und vom schweizerischen Team um Vinzenz Wyss und Guido Kehl seit mehr als 20 Jahren. Auch größere internationale Vergleiche hat es immer wieder gegeben. Die aktuell größte, weltweit größte Befragung
läuft zurzeit, also in den Jahren 2020 bis 2022, als dritte Welle der sogenannten Worlds of Journalism Studie, also Welten des Journalismus. Sie wurde im Jahr 2007 von Thomas Harnitsch gegründet und mittlerweile beteiligen sich mehr als 100 Institute aus aller Welt. Die Ergebnisse der zweiten Welle von 2012 bis 2016 sind in diesem Buch veröffentlicht. Wir können in diesem kurzen Video nur einige Schlaglichter auf diese umfassenden Studien werfen, wobei wir den Schwerpunkt auf die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland legen und nur ab und zu mit anderen Ländern vergleichen. Wir beginnen mit der Frage, wie viele Journalistinnen und Journalisten es in Deutschland überhaupt gibt. Die Zahl hat von 54.000 auf 41.000 in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen, wobei dieser Rückgang sehr stark an dem Rückgang der freien Journalistinnen und Journalisten liegt, deren Zahl sich von 18.000 inzwischen fast halbiert hat. Vor 30 Jahren arbeitete fast die Hälfte der Journalistinnen und Journalisten für die Tageszeitung. Inzwischen sind es noch knapp die Hälfte, die für Printmedien tätig sind. Der Rest verteilt sich ungefähr gleichmäßig auf die anderen Medien. Die Zahl der digital arbeitenden Journalisten ist hier mit denen angegeben, die dies überwiegend oder fast ausschließlich tun. Die Zahl dürfte allerdings viel höher liegen, wenn wir berücksichtigen, dass inzwischen sehr viele Journalistinnen und Journalisten sehr viele crossmediale Arbeitsplätze mit Tätigkeiten ja auch für digitale Ausspielkanäle beschäftigt sind. Die letzte Zahl stammt leider, die aktuellste Zahl, die wir haben, aus dem Jahr 2015. Die Tabelle kann aber schon langfristige Trends aufzeigen. Diese Tabelle zeigt den Frauenanteil in den Medien. Traditionell ist der Journalismus eher ein Männerberuf, aber der Frauenanteil nimmt kontinuierlich zu, insbesondere im Fernsehen, bei Zeitschriften und im Radio. Die Zahlen sind ja schon 5 Jahre alt. Wie ist es denn heute? Dazu gibt es leider noch keine neuere Studie in Deutschland. Aber aus Österreich haben wir Zahlen aus dem Jahr 2019, wo der Frauenanteil inzwischen schon bei 47% liegt. Es dürfte sich auch in Deutschland das Verhältnis von vor 5 Jahren, 40 zu 60, inzwischen deutlich angeglichen haben. Immer wieder diskutiert wird die Frage, ob die Zusammensetzung der Journalistinnen und Journalisten insgesamt oder in einer Redaktion der Bevölkerung entspricht, ob sie also die Bevölkerung insgesamt repräsentieren. Dazu wurden in den vorliegenden Studien bislang nicht allzu viele Merkmale erhoben. Aber wir wissen zum Beispiel, dass die Journalistinnen und Journalisten überwiegend aus der Mittelschicht stammen, dass ihre Mütter und Väter, also Angestellte, Beamte oder selbstständig sind. Eine vielfältige Zusammensetzung wäre doch wichtig, damit die Journalistinnen und Journalisten allen Problemlagen in der Gesellschaft nicht nur stellvertretend eine Stimme geben, sondern sie aus der eigenen Erfahrungswelt kennen. Ja, das ist die Forderung für mehr Vielfalt in den Redaktionen. Und das ist durchaus nachvollziehbar. So wird zum Beispiel immer wieder gefordert, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Redaktionen arbeiten sollten. Aber wenn wir andererseits die Professionalisierung des Journalismus verlangen, also zum Beispiel ein Studium voraussetzen, dann ist das grundsätzlich eine Frage von Bildungsgerechtigkeit. Denn auch andere Professionen wie die Medizin oder die Justiz mit Anwälten und Gerichten oder die Wissenschaft oder die Lehrberufe in den Schulen spiegeln nicht die soziale Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung wider. Redaktionen sollten sich allerdings diese Diskrepanz immer wieder vor Augen führen, um dann im Alltag nach Stimmen, nach Perspektiven, nach Themen zu suchen, die in der Erfahrungswelt der Redaktion nicht unmittelbar vorhanden sind. Das ist dann eine Herausforderung für Themenfindung und Recherche. Dies gilt übrigens auch für die Erfahrungswelten von Menschen, die gar nicht in Redaktionen arbeiten können, zum Beispiel Kinder und Jugendliche oder Menschen in Betreuungseinrichtungen. Dieser Punkt hat auch mit unserem dritten Teil zu tun, nämlich mit der Frage, welche Einstellungen Journalistinnen und Journalisten zu ihrem Beruf haben. Die Frage nach dem
Rollenselbstverständnis der Journalistinnen und Journalisten hat eine lange Tradition in der journalistischen Berufsforschung. Welche Vorstellungen haben Journalistinnen und Journalisten von ihrem eigenen Beruf, von ihrer Rolle in Redaktion und Gesellschaft? Wollen sie eher passiver Informationsvermittler sein oder engagierter Kritiker, der vielleicht sogar die Tagesordnung in der Politik bestimmen möchte? Oder wollen sie das Publikum unterhalten oder ihm als Ratgeber mit Serviceleistungen dienen? Zwar sind die durch repräsentative Befragungen erhobenen Absichtserklärungen der Journalisten umstritten, weil unklar ist, ob sie tatsächlich eine Auswirkung auf die tägliche Arbeit haben. Aber wir können in international vergleichenden Studien Unterschiede feststellen, Unterschiede in den Idealen, die Journalistinnen und Journalisten in ihrer Ausbildung und Sozialisation erworben haben. Und wir können auch vergleichen, ob sich das wandelt im Laufe der Zeit, wenn Befragungen systematisch wiederholt werden. Auf der individuellen Ebene der Journalistinnen und Journalisten lässt sich die Neigung zu bestimmten aktiven oder passiven Berichterstattungsmustern einordnen, wie wir sie in der letzten Folge, der Folge 7 dieser Einführung, besprochen haben. Schauen wir uns nun in einer Tabelle mal an, wie diese Rollenbilder in Deutschland und im Vergleich mit anderen Ländern gesehen werden. Die Tabelle zeigt die Antworten in Prozent, die auf einer Fünfer-Skala extrem wichtig oder sehr wichtig angegeben haben. Sie können sich die Tabelle ja mal im Detail anschauen, in Ruhe. Wir sehen schon auf den ersten Blick, dass sich die Berufsvorstellungen in den deutschsprachigen Ländern und in den USA doch in vielen Punkten im Laufe der Zeit angeglichen haben. Wesentliche Unterschiede sehen wir bei dem Statement, die Regierung kontrollieren. Es stimmen in Deutschland nur 36% zu, in den USA sind das 86%. Umgekehrt ist die Zustimmung zur Rolle des Unterhalters oder des Ratgebers. Wie hat sich denn das Rollenselbstverständnis in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Vergleiche zu früheren Studien sind schwierig, weil die Formulierungen dieses Statements im Detail unterschiedlich waren. Aber man kann zum Beispiel feststellen, dass die letzten beiden Rollenbilder in dieser Tabelle tendenziell zugenommen haben. Die Dinge so zu berichten, wie sie sind, das geht doch eigentlich gar nicht. Das haben wir doch in dieser Vorlesung schon mehrfach gehört, zum Beispiel beim Thema Objektivität. Ja, die befragten Journalistinnen und Journalisten haben dieses Erkenntnis- und Auswahlproblem in ihren Antworten nicht berücksichtigt. Allerdings muss man dieses Selbstverständnis ja nicht auf das Auswahlproblem beziehen, also darauf, dass die Wirklichkeit in ihrer Fülle gar nicht repräsentativ abgebildet werden kann im Journalismus. Sondern man kann dieses Selbstverständnis auf die Frage, was ist wirklich, beziehen, also auf Richtigkeit und Faktentreue, auf Recherche und Überprüfung. Dann ist es praktisch das Credo des Journalismus, also der Kern des journalistischen Ideals, schlechthin. Wenn Sie zum Beispiel in Hamburg das Redaktionsgebäude des Spiegel betreten, fällt Ihnen sofort ein großer Spruch auf, der dort an der Wand steht. Sagen, was ist, hat der Gründer des Spiegel, Rudolf Augstein, gesagt. Das ist praktisch der Kern des journalistischen Selbstverständnisses grundsätzlich und weltweit, egal ob in den Ländern Pressefreiheit herrscht oder Unfreiheit. Zum Beispiel in China, die Angestellten in den Redaktionen geben in der Befragung an, dass das Selbstverständnis, über die Dinge so zu berichten, wie sie sind, ihnen am ehesten zusagt. Auch wenn sie die Dinge nur durch die Brille der kommunistischen Partei berichten dürfen und nicht durch unabhängige Recherche. Fassen wir also zusammen: Journalismus und Public Relations. Beide Berufsfelder sind natürliche Kontrahenten in diesem Spiel der Öffentlichkeit, weil sie unterschiedliche Aufgaben und Funktionen in der Gesellschaft haben. Es sind aber weder die einen die Guten noch die anderen die Bösen. Beide Berufe haben wichtige Aufgaben in der Gesellschaft, können qualitativ und ethisch gut oder schlecht ausgeübt werden. Und beide sind aufeinander angewiesen.
Aus gesellschaftlicher Sicht ist es wichtig, dass keiner dieser Player zu mächtig wird. In der digitalen Medienwelt besteht allerdings die Gefahr, dass die Balance aus den Fugen gerät, weil die PR mit wachsenden Budgets den Journalismus umgeht und die Kommunikation mit den Stakeholdern auf direktem Wege sucht, zum Beispiel über Social Media oder unternehmenseigene Medien. Journalismus als Beruf. Wer arbeitet im Journalismus? In Deutschland gibt es gut 40.000 Journalistinnen und Journalisten. Die Zahl hat in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen, wobei der Rückgang vor allem an den weniger werdenden freien Journalistinnen und Journalisten liegt. Der Frauenanteil im Journalismus liegt nach einer Studie aus dem Jahr 2015 bei 40% und nimmt kontinuierlich zu. Die Journalistinnen und Journalisten stammen überwiegend aus der Mittelschicht und repräsentieren nicht die soziale Zusammensetzung der gesamten Gesellschaft. Dies wird mitunter kritisiert, mehr Vielfalt in den Redaktionen wird gefordert. In den Redaktionen sollte ein Bewusstsein dafür vorhanden sein, dass Stimmen, Themen, Perspektiven gesucht werden, die nicht unmittelbar in der Erfahrungswelt der Redakteurinnen und Redakteure vorhanden sind. Dies ist eine Herausforderung für Themenfindung und Recherche. Welche Einstellungen haben Journalistinnen und Journalisten zu ihrem Beruf? Die Frage nach dem Rollenselbstverständnis hat in der Berufsforschung eine lange Tradition. Die Dinge so zu berichten, wie sie sind, oder um es mit den Worten des Spiegelgründers Rudolf Augstein zu sagen, sagen, was ist, ist das zentrale Idealbild der Journalistinnen und Journalisten grundsätzlich und weltweit. In Deutschland spielt die Rolle des Ratgebers und des Unterhalters eine zunehmende Rolle. Nur für etwa ein Drittel ist es sehr wichtig, die Regierung zu kontrollieren. In den USA trifft das auf 86% zu. Was meint ihr? Welche Einstellungen zum Beruf habt ihr schon jetzt in eurem Studium? Schreibt es unten in die Kommentare. Das war die 8. Folge der Einführung in die Journalistik. Hier findet ihr die beiden letzten Folgen mit der Nummer 9 und Nummer 10. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Servus, auf Wiedersehen.